Moinsen, herzlich willkommen bei den Vape Watchers. Ich mache hier so ein kurzes Spontan-Video zum Aspire Wand und dazu, wie ich den mit dem Dynavap benutze, so dass ich vernünftige Ergebnisse rauskriege. Das Video mache ich, da mich ein paar Kommentare erreicht haben, wenn der Aspire benutzt wird bei der Temperatur, die ich vorgeschlagen habe, dass das entweder zu wenig oder zu viel gibt. Das kann in der Tat passieren, war bei mir auch so ein bisschen Customization notwendig. Mittlerweile ist aber ganz gut austariert, würde ich sagen, und Folgendes hat dazu beigetragen. Ich glaube, die erste Unterscheidung ist, ob ihr so einen Einsatz benutzt für den Dynavap. Ich drücke den mal raus hier, zack. Das ist der Einsatz, der besteht aus zwei Teilen, und zwar dieser Gummiummantelung und diesem Glasteil. Und wie ihr seht, hier unten im Glasteil habe ich ähnliches wie dieses Material eingefügt, einfach so ein bisschen was, damit der Deiner nicht so ganz so tief reinrutscht. Denn wenn der Deiner ganz tief reinrutscht, was dann passiert ist, dass der Deiner auch hier in der Spule sehr tief reinrutscht, hier drin. Das ist vergleichbar damit, wie wenn man mit einem Feuerzeug heizen würde und würde sehr weit unten an der Kappe heizen. Vielleicht sogar noch weiter, als dann eigentlich hier die niedrigste Dings schon wäre. Das heißt, die Kappe bekommt sehr viel Hitze auf diesem Weg. Heißt, bei mir war in der Erfahrung von der, wie das von Haus aus kommt, dieses Glasstück für den Einsatz, ist eigentlich ein bisschen zu tief. Also habe ich dagegen gesteuert, habe unten ein bisschen hitzebeständiges Material rein. Ich kann dir mal zeigen, wie weit der dann da reingeht. Also gerade so ein klein bisschen über die Kappe drüber, so ein klein bisschen über die Kappe, ja. Ich weiß nicht, kann man das gut sehen? Ich glaube ja, ne? Hier ist die Kappe und hier ist Schluss. Genau. Und das hat dazu geholfen, dass die Farbe am Ende gut wird. Also ich würde sagen, ich kriege so 3-4 Hits aus einer Füllung raus. Und dann ist das Ding in einem gesunden Braun. Am Anfang war es bei mir auch so, dass bei dieser Einstellung halt ein ziemlich tiefes Schwarz rauskam. Das war immer noch nicht verbrannt, aber war ziemlich effizient durchgeröstet, würde ich behaupten. Und genau, ich wollte das gerne ein bisschen heller haben, habe ich auf diesem Weg geschafft. Falls du dieses Teil hier nicht benutzt, wäre der zweite Tipp, den ich geben kann, also generell, dass ich was unterlege, wenn du das Ding benutzt, weil mir ist einerseits aufgefallen, wenn du einen metallischen Untergrund hast, kann das sein, dass das die Induktion auslöst, wenn du es drauflegst. Also habe ich immer das vom Teilnehmer, diese Holzunterlage, aber irgendeine Unterlage, und dann lege ich den Wand da drauf. Und was ich dann mache ist, ich tue den Dingens rein und halt den fest, also ohne das, den Einsatz hier, ohne diesen Einsatz ist leider schwierig, das zu benutzen, ohne es festzuhalten. Es geht, man kann das so reinlegen, genau, allerdings, man sieht jetzt, wird es schon heiß, obwohl das gar nicht gefüllt ist, frage mich, was da vor sich geht, aber in dem Moment würde ich es schon ein bisschen hochziehen, also am Anfang vielleicht tiefer heizen und dann weniger tief bis zum Klick. Ist das gleiche, also das kann man sich vorstellen, wenn der ganz weit drin steckt, ist man mit der Flamme vom Feuerzeug quasi auch ganz unten an der Kappe. Wenn man den rauszieht, wandert man mit der Flamme weiter hoch. Genau, ich glaube, das braucht so ein paar Durchläufe und dann pendelt man sich da ein. Lasst mich wissen, ob es funktioniert bei euch, und wenn ihr Fragen habt, meldet euch gern. Viel Spaß beim Testen. Bumm!